So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 is the Human, der Uncut-Version und dem DLC Bloody Ties. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe die Goldtrophäen geholt in dem Parcours und in dem Edelstein sammeln und jetzt können wir wieder zurück zur Massakale und weiter mit Skullface Mentor reden und weiter von ihm trainiert werden. Meinst du, das schaffst du? Ich gebe mein Bestes. Naja, also meine Zweifel bei dir, aber wir machen das schon. Ich fütter dich durch. Das weiß ich zu schätzen. Ja, so machen wir das. Ich bin gespannt, was er uns jetzt alles beibringen will. Wir sind doch eigentlich schon die ultimative Waffe, wir beide. Deswegen. Mal gucken. So, wir sind da. Ach, wir müssen wieder auf die andere Seite, glaube ich. Einmal außenrum. Ach ja. Ach ja, ich hänge hier fest. Ich habe Angst davor, was mit den Nächten des Terrors passiert. Oh! Ah, hier ist ein Artefakt. Ja, ich hab's gerade bekommen. Ich bin hier. Ich fand ein Poster. Große Eröffnung. Oh, daran erinnere ich mich. Die Stadt war verrückt danach. Niemand hatte so etwas seit der Zeit vor dem Niedergang gesehen. Interessant. Die Stände waren immer voll. Für ein paar Stunden fühlten sich die Menschen. Du hast damit jetzt auch was getriggert hier. Sicher. Ja, also ist das eines von vier Artefakten da, die wir finden müssen für die eine Nebenmission? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich habe es automatisch, als du es gesammelt hast, habe ich es auch gekriegt. Also es muss wohl irgendein Missionsdingen sein oder irgendwie damit was zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung. Weil ich kann ja mal eben ganz kurz bei den Missionen gucken. Der Meister, nee, warte. Ach so, ich habe ja auch noch die ganze Scheiße mit den diese alten Missionen. Weg zu verdammt. Ich hab gar nicht mehr die eine Nebenquest. Aber da sich jetzt die Olle gemeldet hat, das könnte da von der sein. Oder die Nebenquest. Ja doch, hier steht, sie haben 2 von 4 Hintergrundgeschichte, DLC Nebenquest. Ja, dann war das auch so ein Teil, ja. Okay, krass. Interessant, ja. Aber ich muss ja mal sagen, der Parcours, ne, um für die Goldherausforderung, der war echt schwer. Also ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um den dann fertig zu machen. Endlich habe ich eine tolle Wohnung gefunden. Weil ich bin immer irgendwo final hängen geblieben oder sowas, dass immer einer ans Bein gepinkelt hat. Ah ne, bei mir ging es relativ schnell, aber es ist halt auch, ich habe es auch nur gerade so geschafft. 1,38 und. Ja, 1,38 war dann auch am Ende meine finale Zahl. Aber ich hatte halt irgendwie gefühlt sehr häufig Pech. Aber dann ging es am Ende. Was willst du denn hier von mir? Der Dödel, geh weg. Bin ja echt gespannt, wo diese anderen beiden Dinger hängen sollen oder sein sollen. Für die Mission. Aber wir gucken mal. Erstmal klaue ich ihm hier seinen ganzen Löwenzahn. Hallo. Der kriecht hier im Gebüsch rum. So. Rede mit mir, alter Mann. Der Geist der Erde hat dir in der Dunkelheit Kraft verliehen. Du bist wie der Wind in der Nacht gerannt. Und das Feuer deiner Seele hat deine Gegner verzehrt. Du bist beinahe bereit, dich Skullface zu stellen. Beinahe? Der wahre Champion muss lernen, dass der Weg an die Spitze von Widersachern gesäumt ist, die ihn zu Fall bringen wollen. Skullface wusste das sehr gut. Darum hat er die Prüfung jeden Tag ertragen. Ertragen? Du musst gegen mich und 3 meiner besten Schüler antreten. Willst du dich gegen Skullface durchsetzen, musst du dich besser schlagen als er seinerzeit. Bist du bereit? Na ja, klar, im Verprügeln sind wir gut. Auf geht's. Ja, natürlich. Jetzt kommen wieder die von Tango zu dritt, pass auf. Schlagringe? Oh, nice. Jetzt mal was Neues. Die Zeit ist gekommen. 1:15, okay.
Müssen wir bestimmt auch in Gold schaffen. Ah, schaffen wir. Oh, ich hab Supade gleich schon. Einer ist tot. Ja, der andere, der bumst mich gerade hier. Zweiter ist tot. Dritter ist tot. Er auch. Ja, sehr gut. Ich bin über ihn drüber gelaufen. Aber auch hier glaube ich, das ist ziemlich schwer, wenn du es alleine machst. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. So, Ziel aktualisiert. Mal gemacht. Du hast das Potenzial genutzt, das ich in dir sah. Wie aussieht. Herzlichen Glückwunsch. Also, bin ich bereit, gegen Skullface anzutreten? Du hast all seine Erfolge übertroffen. Diese Maske hat ihren wahren Besitzer gefunden. Oh, nice. Doch eines bedenke. Spaß haben reicht nicht, um dich zu einem wahren Champion zu machen. Du benötigst inneren Frieden. Ja, Skullface ist stark. Aber er ist voller Verzweiflung. Wahrer Frieden ist ihm fremd. Deshalb war er nie ein wahrer Champion. Was meinst du? Nun, Skullface ist nicht, was er vorgibt zu sein. Er gibt sich stark. Im Inneren ist er aber einsam und verängstigt. Verängstigt. Wie ein verlassenes Kind. Und seine größte Angst ist, dass man sein wahres Ich erkennt. Vielleicht bist du es, der herausfindet, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Danke für das Training. Nutze es weise. Dein Weg hat gerade erst begonnen. Okay. Bin gespannt. Na, ich auch. Der Meister, Nebenquest abgeschlossen. Champion-Schädel, legendärer Verbrauchsgegenstand. Okay. Ich würde tatsächlich aber auch mal gucken wollen, ob wir die. Also ich würde gerne, bevor wir uns ein oder ungefähr dem Hauptkampf gegen Skullface widmen, würde ich schon gerne alle Nebenquests auch gemacht haben. Deswegen, das heißt eigentlich. Im Endeffekt müssten wir auch unseren ganzen Kram hier noch suchen, die von Astrid. Die irgendwo versteckt sind. Ja, die Frage ist nur, wie sollen wir das finden? Also die sind ja nicht wahrscheinlich mehr Zufall als alles andere. Das glaube ich irgendwie auch. Oder vielleicht halt. Kann ich mir vorstellen, dass in der U-Bahn noch irgendwo was sein wird? Ja, oder vielleicht auch, wenn wir eine andere Nebenmission machen. Vielleicht sollten wir erstmal andere Nebenmissionen laufen lassen. Vielleicht kommen wir dann in Gebiete, wo wir dann auch sowas finden. Also in dem Fall haben wir. Wir haben hier hinten noch einen unentdeckten Ort. Den würde ich mir eigentlich mal angucken wollen. Siehst du das auf der Karte? Ja, sehe ich. Das ist einmal zurück praktisch. Und dann haben wir noch in der Massakerhalle eine Nebenmission. Ich glaube, das ist auch von dieser Rune oder sowas, wie sie heißt. Keine Ahnung. Da ist auch noch irgendwie was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Sinn dieser Mission ist, dass du hier komplett die ganze Map auf und runter läufst, um irgendwas, um sowas zu finden. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Irgendein Anfänger hat irgendwie die Nacht des Tempos überlebt. Was haben wir hier? Gute Reise.
Ach, eine Parcours-Herausforderung ist das. Ja, super. Hatte ich jetzt nicht vor, die zu machen. Ich hatte jetzt erst vermutet, dass vielleicht bei den Dingern auch irgendwie so ein Hinweis sein könnte. Aber ist nicht. Tja. Wir können auch reingehen und die Nebenmission für eine gute Sache machen. Na, dann gehen wir das an. Ja. Vielleicht müssen wir dadurch kommen wir an irgendwie einen Ort, wo auch noch sowas ist. Ach, wieder falsch rumgelaufen. Ich hasse es. Okay, dann reden wir mal mit dir. Ich bin Ruth. Ich höre, du rockst die Arena da draußen. Danke. Warum schaust du nicht bei meinem Fitnessstudio vorbei? Wir haben dort eine kleine Ausstellung. Ausstellung? Du wirst schon sehen. Und du könntest dir auch etwas verdienen. Bis demnächst. Okay, das hört sich gut an. Für eine gute Sache. Okay. Das war dein erster Versuch? Hä? Ach, das ist unter uns, ne? Glaube ich. Ja. Aber wir müssen raus. Ja, ja, wahrscheinlich. Ach, das ist womöglich da draußen, wo die Viecher sind. Das kann sein. Da in diesem Käfig. Ja, ja, wo wir die ganze Zeit immer drüber hüpfen. Halte ich schon fast für sehr wahrscheinlich. Hey, wovon habe ich denn jetzt gerade Schaden gekriegt? Was soll das denn? Du brennst auf jeden Fall. Ja, daran habe ich ziehen. Da bin ich in dieses kleine Feuer, was da war, gefallen. Ach, ja. Viel Pech kann man ja wieder haben. Nee, ist doch nicht hier. Oh, ich wollte hier gar nicht reinspringen. Machen wir denn hier noch einen Fitnessbereich? Ups. Ich habe ihn im Rutschen erwischt. Das wollte ich gar nicht. Hä, was ist das denn hier für ein Fitnessbereich, Alter? Das Wellness und so. Hey, Nightrunner. Genau der Mann, den ich brauche. Du wirst uns helfen, Frauen in die Massakerhalle zu bringen. Warte, was? Astrid ist verärgert. Es treten nicht mehr so viele Männer an wie früher. Sie haben Angst vor Scarface. Und wusstest du, dass hier bislang nur Männer kämpfen konnten? Blödsinn, oder? Damals war ich in der Spezialeinheit. Glaubst du, es gab irgendeinen Mann, den ich nicht schlagen konnte? Wir müssen Frauen rekrutieren. Dann lassen wir sie einige Typen verprügeln, damit wir mehr rekrutieren können. Clever. Aber Ingrid, da ist bislang die einzige, die ich habe. Es werden mehr mitmachen, wenn sie einen Champion wie dich schlägt. Was meinst du? Bist du bereit für einen Kampf? Es ist für einen guten Zweck. Und du kannst dir einen schönen Batzen verdienen. Ja, ich stehe auf schöne Batzen. Komm. Klingt gut. Ich möchte Ingrid kennenlernen. Ah, die versteht kein Wort Deutsch. Du wirst sie im Kampf treffen. Ingrid ist bereit für dich. Stell dich ihr einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mitbekommst, wann der Kampf begonnen hat. Okay. Der muss hier zu der Waffe kommen. Ja, okay. Die gibt dir gleich schon direkt ein.
Boah, 24 Sekunden. Besiegen Sie die noble Ingrid. Ingrid erklärt Indeed. Okay, auf geht's. Boah, was ist das für ein Hammer, Alter. Ich krieg von vorne und von hinten einen. Wie doof war das denn jetzt bitte? Die noble Ingrid, Alter. Von vorne, von hinten, überall hat sein kassiert, ey. Ja, 12 Sekunden, Respekt, ey. Das war gut. Verdammt, danke! Du warst ja eine große Hilfe. Jetzt raus hier! Ich würde das hier mal machen, oder? Ja, einfach mal nachfragen. Und was geht hier eigentlich ab? Was meinst du? Immer mehr Menschen sterben. Du bereitest die Leute nur darauf vor, abgeschlachtet zu werden. Das nennt sich freier Wille, Mann. Das ist nur eine Gelegenheit. Männer machen die ganze Zeit dummes Zeug, nur um zu beweisen, dass sie Männer sind. Und wir sollen sie dann für Helden halten. Da sage ich nur eins, Kumpel. Doppelmoral. Du überlässt mir die Rekrutierung und du gehst einfach weiter fröhlich deiner Wege. Hier ist deine Belohnung. Danke für den Kampf. Ja, eigentlich bin ich der Rekrutierer, aber gut. Ich spreche besser mal mit Ingrid. Leuten ändern sich. Wissen, hier vor sich geht. Genau, wir reden jetzt mit Ingrid, die kein Deutsch kann. Das ist gut. Aber es passiert uns ja auch häufig. Oh, die sieht ja ein bisschen mitgenommen aus. Die hat ja auch kassiert. Hey, guter Kampf da draußen. Du weißt schon, dass die Massakerhalle gefährlich ist, oder? Ja, ich fordere dich heraus. Nein, du in Gefahr. Andere Gefahr. Verdammt. Versuch es zu erklären, komm. Hör zu. Ruth, verbergen. Etwas vor dir. Massakerhalle ist nicht gut. Ja, Massakerhalle. Nicht gut. Mit Frauen besser. Ah, das war nix. Komm, warte ich mal weiter. Also, Massakerhalle. Menschen sterben. Ja, Frauen werden sterben. Ruth? Ja, Ruth. Ruth. Gut. Nein. Nein? Ich gebe nicht auf. Ich versuche es jetzt zu erklären. Kämpfe nachts, ja? Sehr gefährlich. Ruth. Ja? Ruth, Menschen töten. Ruth, tolle Anführerin. Ich drücke einfach nicht zu ihr durch. Na ja, versuch weiter. Wie sag ich es, dass du mich verstehst? Vielleicht brauche ich jemanden, der versteht. Oh mein Gott, hörst du jetzt wohl endlich damit auf? Du hast also die ganze Zeit alles verstanden? Natürlich. Aber du kannst es Ruth nicht sagen. Und du kannst mit niemand anderem sprechen. Was? Siehst du noch andere Kämpfer außer mir? Dafür gibt es einen Grund. Ich warne sie. Ich weiß genau, wie gefährlich dieser Ort ist. Ich sage den Kämpfern, sie sollen sich von der Massakerhalle fernhalten. Und ich tue so, als würde ich nicht verstehen. Sonst könnte ich getötet werden. Also bitte, nimm einfach das Geld und zieh weiter. Bitte. Was soll man machen? Wir haben ja genug Geld. Ich würde ihr auch das Geld geben. Ja, ich würde ihr auch das Geld geben. Das ist nicht nötig. Bist du sicher? Ich sehe mir das selbst an. Oh, danke. Nur bitte, nimm das trotzdem. Was haben wir jetzt gekriegt? Ein Bonbon? Ist okay. Ich habe einen Legendenaufstieg gehabt. Oh, ich habe zwei Truhen sogar. Ja, machen wir mal auf. Mal gucken, was da drin ist. Legendäre einhändige Axt. Die Viel-Glück-Axt. Die habe ich aber schon, glaube ich. Was haben wir hier? Bentors Bizeps. Okay, und Alkohol. So, ich habe zwei Punkte, die ich noch verbessern kann. Ja, und ich glaube, ich habe hier hinten irgendwas gefunden. Na, ich komme. Könnte wieder so ein Artefakt sein.
So, ich muss erstmal gucken, wo du bist. Da, hinten. Und eine Box. Zeitungsartikel oder irgendwas. Wo? Ach da. Astrid gecancelt. Ja. Jo, tatsächlich. Okay, Real? Nice. Ich habe noch was gefunden. Ein Artikel darüber, wie Astrid gecancelt wurde. Du bist ja noch ganz grün hinter den Ohren. Es gab einmal eine Zeit, in der die Menschen keine Arenen brauchten, um sich gegenseitig in Stücke zu reißen. Sie haben es online getan. Was meinst du? Sie lynchten Astrid für ein Interview, das schief ging. Unternehmen stornierten ihre Anzeigen. Der Sender feuerte sie. Sie machten ein Meme von ihr. Schneeball-Effekt. Lass es uns, Astrid lieber nicht zeigen. Okay. Ja, zeigen wir es hier lieber nicht. Ich bin hier gerade mal ein bisschen weiter gelaufen. Vielleicht finde ich hier auch noch was. Ja, ich bin auch mal in die andere Richtung gelaufen. Hier ist auf jeden Fall so ein kleines Kabuff. Vielleicht ist hier noch irgendwas Interessantes drin. Ja. Nee. Ich bin gerade da, wo wir langschleichen mussten. Vielleicht ist hier noch irgendwo. Wir hatten da hinten hatten wir ja ein. In dieser Kirche hatten wir ja eins. Ja, und vorne am Anfang. Ja, und in diesem einen Raum, da hatte ich ja das erste gefunden durch Zufall eigentlich, wo wir den Dieb verfolgt haben. Na, ich könnte mir vorstellen, dass hier hinten vielleicht noch das letzte sein könnte irgendwie. Oder in der Halle an sich. Ja, die Frage ist, in der Kirche ist bestimmt keins mehr. Glaube ich nicht. Ich guck noch mal hier an der Kirche, ich bin ja gerade da. Kommt man hier nochmal rein? Oder? Ach ja. Das war hier, genau. Da habe ich das drin gefunden. Das war hier. Und dann dürfte er hier eigentlich in der näheren Umgebung gar nichts mehr sein, wenn wir das hier schon hatten. Kann ich ja hier wieder raus. Ach, was war das denn jetzt für ein dusseliger Sprung wieder? Da kann ich mir nur wieder an den Kopf packen, wie er das jetzt. Jo, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wie bin ich denn hier reingekommen jetzt? Jo, das war ja eine völlig verkorkste Sache. Okay, also hier ist definitiv nichts. Boah. Die Musik von der Massakale. Die Frage ist halt auch, ich weiß halt auch nicht, nach was wir so suchen. Also eher so zeitschriftenmäßig, ne? Ja, irgendein Poster oder eine Zeitschrift, denke ich mal. Irgendein Anfänger hat irgendwie die Nacht des Terrors überlebt. Ich werde mich wahrscheinlich in der Halle noch mal kurz ein bisschen umschauen. Ja, mach das. Guck mal, ob ich hier draußen noch irgendwas finde. Vielleicht hier, wo der Parcours war. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Da ist er. Der Frau beinahe am Kopf gesprungen. Ja, das ist jetzt halt so eine Sache. Drei Sachen waren draußen. Ist jetzt das vierte drin oder ist das überhaupt zugänglich im Moment? Oder ist das vierte halt auch komplett draußen? Ah, das ist also das wissen wir nicht. Nee, also schwierige Sachen. Solche Missionen mag ich auch prinzipiell nicht, wenn du gar keinen Plan hast, wo es sein kann. Es gibt ja auch definitiv noch ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren.
wo wir auch noch nicht hinkommen. Naja, dann ist halt so die Sache, ob man dann nicht vielleicht erstmal missionsmäßig weitermacht. Weil ich glaube ja nicht... Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir können ja jetzt noch nicht kämpfen. Also gegen Skullface, wir sind ja auch noch nicht so stark. Wir sind ja auch noch, sind wir denn 30? Eben. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal wieder in die Arena, um irgendwie was, einen neuen Questgeber zu triggern oder sowas, der uns dann irgendwie in ein neues Gebiet schickt oder weiß der Geier was. Ich würde sagen, wir reden mit Severus und gehen dann mal in die Massakale wieder rein. Ja, machen wir das. Willst du irgendwie vorher dich unten an den Helm oder sowas aufsetzen? Dich ausrüsten oder so? Oder? Nee, ich bleib so wie ich bin. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Helmen oder Mützen. Ach, warum bin ich dir jetzt eigentlich hinterhergelaufen? Ich dachte, du bringst mich jetzt hier... Nee, ich wollte da oben nur gucken, einmal rumlaufen, ob irgendwas noch ist. Ich folge dir, lauf dir hinterher. Hat nix so was. Ach, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ach, ja. Dass du kastierst gegen die. Nee, alles gut. Ich gehe mal als Sieger hervor. Okay. Turnierplan. So. Ach ja, wir haben noch das Massaker hier unten vor uns. Ärger in Harran. Sollen wir das machen? Ja, machen wir. Wir singen sie alle Feinde. Okay. Ist ganz einfach. Es zielen nur die markierten Ziele, okay. Fangen sie wilde Flüchter. Okay, wir gucken uns das mal an. Das geht in Ordnung. So, markierte Ziele killen. Oh, das ist eine schöne Machete. In Harran war schon immer ein Schlachthaus. Eine Feindeswelle nach der anderen rollt darüber hinweg. Ja, der ist down. Boah, er rammt mich. Das ist tot. Oh, sehr gut. Flüchter fangen. Boah. Aber. Aber. Aua. Hey, ich wollte gerade den Elektrozaun aktivieren. Bleib mal gechillt, ey. Nur den Flüchter habe ich. Sehr gut, ich kämpfe gerade gegen den markierten. Dicken, ja, ich komme. Hey, ist tot. Okay. Wo ist denn der Flüchter? Gerade erstmal nur die Kleinen hier. Hier ist der Flüchter wieder bei mir. Ja, ich hab ihn, glaube ich. Ja, hab ich. Ah, okay. Jetzt hier gegen diese komischen Spucker. Ich geh nach links. Da oben ist einer, den schnapp ich mir. Komm ich da ran? Ne, da komm ich gar nicht ran. Den einen hab ich. Lass mal eben gucken, dass ich hier hochkomme. So. Ah, jetzt bewegen wir uns hier auf gleicher Höhe, Kollege. Er ist tot. Einer ist da oben noch. Wie komme ich da denn jetzt am besten hoch? Alles gut, ich bin oben. Ja, sehr gut. Okay, Flüchter ist erschienen. Der ist direkt hier bei mir hochgespawnt. Ah, er ist aber... Einfach vor mir. Jetzt ist hier wahrscheinlich der dicke Bo... Ah, sind hier zwei dicke... Ja. Dicke Elektro. Boah, Alter, der hat mich aber gebumst, ey. Ah, ich komm mit. Hast du den Flüchter geschafft? Ja. Sehr gut. Boah. Aua. Ich werfe Molotow. Ja. Das muss wehgetan haben. Alter, wie konnte er mich denn da noch treffen? So, einer ist tot, holt es den anderen noch. Ja.
und Molotow. Wow. Ich habe auch einen Molotow geworfen. Ich muss mich mal eben heilen. Ich habe hier gerade kleine. Da. Ja. Ist ja alles voller Feuer. Ja, nochmal einen Molotow abgekriegt. Ja, jetzt kann ich da nicht reinspringen da unten. Oh, noch runtergefallen. Aber. Boah. Alter, ich wollte gerade wegspringen. Alter, ich bin eigentlich immer gefühlt weit genug weg, aber irgendwie haben wir ja nicht. Er ist gleich tot. Ja, ist tot. Ich werfe eine Granate. Ist tot. Flüchter. Er ist hinter dem Zaun, Alter. Ach, boah. Ich spring vorbei. Oh, Schattenjäger. Ich muss mal einmal gehen. Er hängt sich hier nicht mehr dran. Ich bringe einen Schattenjäger mit. Töten Sie den markierten Feind. Ja, das ist ein Schattenjäger. Der ist da. Er kommt. Boah, mein Charakter springt nicht. Hier an der Seite, ich werfe Granate. Ja. Oh, gut. Boah, der Schattenjäger, der war... Hä, Herausforderung fehlgeschlagen? Ach, wir hatten nur 20 Sekunden für den Schattenjäger und wir haben es nicht geschafft. Oh, krass. Oh, krass, das ist aber dann schwer. Das will ich aber nochmal machen. Wie fühlst du dich? Bist du bereit? Ich dachte, die Zeit, die bleibt. Also wir hatten bei den anderen irgendwie 3 Minuten oder weiß der Geier was? Ah, nee, wir hatten nur noch 20 Sekunden bei dem. Okay, krass, Alter. Ach ja, geh mir nicht am Keks, Alter. Weißt du, wer du bist? Meine Waffe macht überhaupt keinen Schaden bei dem. Ja, du musst hinten am Rücken treffen. Ah, okay. So, Flüchter, wo haben wir den? Oben. Ich laufe ihm hinterher. Ja, ich kümmere mich um einen der Dicken hier. So, Flüchter ist weg. Ja. Aber. Ich sehe den alleine platt, dann warte ich auf den nächsten Flüchter. Ja, das habe ich schon. Ein gut gezielter Schlag. Geh ich schon hin. Ein Schlag braucht er noch, dann ist er tot. Ist tot. Ah, ist direkt vor mir aufgeploppt. Na gut. Flüchte habe ich. Gut. Ach, er ist hier. Er ist tot. Na gut. Mal gucken. Wir wollen Blut. Wir wollen Hallo, Herr Spucker. Tschüss, Herr Spucker. Was soll ich noch mehr sagen? Er fällt runter. Ja, dann tot. Sterben sie meistens. Boah, Flüchter ist direkt vor mir. Ja, geworden. Das ist der vorhin, ja. Er hat seinen Gleitschirm eingesetzt. Ich würde gleich mal ein paar Sachen runterschmeißen zu dem. Ja, bei dem, wo ich bin, oder? Ich schmeiß den anderen einfach ab von hier oben. Ja. Alter. So viele auf einmal bei mir.
bin tot. Hier ist alles explodiert bei mir. Schafft er es bis zum Ende? Ah, ich guck mal, ob ich zu dir kommen kann. Ja. Scheiße, was für Chaos. Hälfte habe ich noch. Ja, passt. Danke. Muss einem einmal ganz kurz weg, einmal heilen. Geh mal wieder zum anderen, der ist auch fast tot. Keine Sorge, er dürstet nach mehr. Ja. Da kann wohl jemand nicht richtig ausweichen. Meiner ist tot. Kommen wir zu dir. Und diese kleinen Nerven. Aua. Das halt nicht so schnell. Zweiter ist auch tot. So, das heißt, jetzt kommt Flüchter. Schattenjäger ist auch schon da. Ja. Eine Minute haben wir für ihn. Ja, komm, lass uns auf den Schattenjäger gehen. Oh, ich komme nicht durchs Feuer durch. Achso, ja, der, aber er brennt zumindest, das ist ja schon mal gut. Aber. Ach ja, er bumst mich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Achso, jetzt. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, wir haben es geschafft, oder? Ja, ich denke, ich, jawohl. Sehr ja, gut. Dann müssen wir auf den Flüchter verzichten in der letzten Runde oder wie auch immer. Ich glaube, die Flüchter, ich weiß gar nicht, geben die dann extra Punkte oder was machen die? Ich weiß es gar nicht, ja. Was mit denen ist. Ich glaube, die sind für extra Punkte oder was, ich weiß es nicht. Das ist Astrid's Signal. Sie meinte, sie wartet in ihrem Büro. Okay, der goldene Käfig, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Und dann schauen wir mal, das war jetzt nochmal ein schöner Kampf zum Abschluss. Und dann gucken wir mal, was Astrid für uns hat. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.